Link in die Videobeschreibung, wo ihr einfach den Arnold-Stuhl doch online bestellen könnt vom Metzger Metzger. Der ist zwar nicht ganz so frisch, aber trotzdem vom Metzger Metzger ist einfach awesome. Ich helfe dem einfach hier mal. Wer auch immer das ist. Jetzt habe ich was Gutes getan. So. Thank you. Dennis? Ja, ich habe ihm zwar nicht geholfen, aber ich habe trotzdem bitte gesagt. Dennis? Ja? Lassen wir das jetzt. Wobei ich noch eine Sache anmerke, dass er diese schwarze Flüssigkeit auf dem Boden. Wenn ihr so einen alten verdorbenen Anusflügel aufschneidet, dann sieht er innen so aus. Okay. Deswegen esst euren Anusflügel immer frisch. So. Das ist die Kernaussage. Das ist die Kernaussage des Abends. Ganz klar. Ja. Und wir geben jetzt die Quest ab. Ah, oh, nee, das heißt wieder irgendwie 10 Minuten Bullshit. Ja. So durchgehend. So. Wahrscheinlich sind es auch mehr als zwei Parts. Also Leute, wenn ihr jetzt irgendwie eingeschaltet habt vor kurzem und wir gerade über Arnold-Stuhl geredet haben, bitte nicht irgendwie verwundert sein oder sowas. Wir haben einfach Bullshit geredet. Genau, also einfach nur random Shit von den Mastern, ihr wisst ja. Gut, dann einfach weiter zurück. Aber wenn ich mir so recht überlege, eigentlich, ich meine, guck mal, wir haben jetzt ja hier schon wieder, eigentlich, also geht eigentlich relativ schnell, oder? Ja, es ist eigentlich auch so. Ist man nicht im Level up geworden? Bin ich das auch? Oh ja, bin ich auch. dann mache ich noch kurz den Greifzorn. Dann habe ich jetzt alles auf Rang 1. Das ist schon mal gut. Ich habe auch noch meinen gewandten Schlag geskillt. Da kann ich jetzt so. Lol. Moment. Habe ich jetzt nicht? Hä? Verwirrung? Ziehen Sie das Symbol in die Kraftleiste, um Ihre Kräfte auszutauschen. Ich check das nicht. Achso, lol. Ich kann mein Gewand. Ich habe noch gar nicht den dritten Slot freigeschaltet, deswegen kann ich meine R noch gar nicht nutzen. Egal, dann werdet ihr die R sehen, wenn ich. Ach, genau. Und dieses. Ja, das ist nämlich. Genau. Me too. Du hast verfügbar 5 Punkte, hast gerade das zweite erlernt, oder? Richtig. Ja, ich auch. Und das kann ich auch noch nicht. Ah, okay, gut, alles klar. Gut, ich habe mich auch gerade gewundert. Okay, alles klar. Same thing. And so you know. Okay, gut. Also Hexer besiegen müssen wir. Ja, easy going, würde ich sagen, oder? Ganz easy going, mein Lieber. Was ist denn der blaue Punkt da hinten? Der blaue Punkt, wo wir reingehen? Da müssen wir jetzt rein. Ja. Fail. Boah, Alter, durch das ganze Reden muss ich jetzt erstmal was trinken. Ah, so. Ich habe sogar meine 1 frei. Also meine 1 aktuell gerade parat, quasi ja. Die ist voll. Das heißt, wir machen hier gleich mal wieder den hier, dann machen wir gleich mal BAM! So, irgendwie bin ich grün. Ich weiß nicht warum. Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß? Moment. Schlamm. Ist das wirklich Schlamm? Ja, wir haben noch mit unserem Hauptcharakter eine Quest gemacht, da musst du Schlammproben sammeln. Ah, stimmt, ja. Genau, ja, das ist logisch. Das ist doch echt Schlamm. Das sieht nämlich aus wie so Öl, weißt du, so Öl. Ja, das stimmt. Habe ich auch daheim, also falls ihr euch fragt, warum ich das weiß. Wie ihr hier gerade gesehen habt, dieser blaue, dicke Dolch, das ist meine momentane E, das ist eigentlich meine Lieblingsattacke momentan. Die rockt halt, die haut halt einfach derbe rein. Ja. Oh cool, ein Dolch. Voll gut, also nach und nach kommen schon die ganzen Attacken zusammen, die man so hat. Ja. Warte mal, da hinten war glaube ich noch eine Kiste hinter der Dingens, ne? Richtig, da war was, in der Treppe. Welcher Seite allerdings weiß ich nicht mehr. Doch, hier hinten, guck mal. Kannst du die auch aufmachen oder kann nur ich die aufmachen? Die können wir beide öffnen. Oh, 2 unidentifizierte Gegenstände. Nütze, Affenzitze. Ich sag das immer so langsam aktuell, gell? Ja, aber du musst dich halt konzentrieren. Ich habe einen unidentifizierten Gegenstand und zwar ein Amulett. Ah, hast du versprochen, das ist ja schon schlecht. Ja, so, und zwar habe ich bekommen eine Rüstung mit 9k. Das ist natürlich geil. Und zwar für mich. Identifizieren. Ich habe erstmal den Gürtel, der 5 kritische Treffer bringt. Den werde ich auch gleich mal anlegen. Boah, Alter, jetzt sieht meine Brüste ja noch. Alter, deine Brüste sieht. Ey, hättest du die großen Titten genommen? Hast du die großen Titten genommen? Nee, gell? Nein. Ah, dumme Hure. Guck mal, Alter, jetzt guckt euch mal den Vergleich an zwischen meinen Brüsten, okay? Ich bin die geile Blonde von der Seite und der schaut. Der Stern sieht ein bisschen ranzig aus. Alles klar, gehen wir weiter. Wo sind wir hier? Alter. Wenn ich ehrlich bin, sieht aber schon cool aus. Guck mal, wenn du durchs Wasser läufst, siehst du ja wirklich diese Fußstapfen und sowas, ne?
So, sieht so schon geil aus. Ich finde im Großen und Ganzen ist zwar kein Grafikwunderwerk, aber in sich wirkt das Ganze stimmig. Also es gibt aber auch Instanzen beispielsweise, wo es wirklich richtig geil aussieht, ne? Also. Haben ja voll übel geschwärmt. Oh ja. Ihr seht schon, das Gift tickt. Ich hab Stiefel bekommen, warte kurz. Die sind für den Magier aber. Okay. So. Hebel Next. Betätigen. Fix. Alter. Da hinten ist noch ein Ding gewesen, guck mal. Ist das für dich oder kannst du das machen? Nee, Arkan. Kann jemand von uns. Arkan, ja. Haben wir auch eine Truhe hier? Ja. Obacht, Falle. Guck mal, das ist eine Falle. Den schärfste. Wie Patrick, Alter. Der fasst so auf die Herzplatte, weißt du? Also. Ah. Oh. Heiß, heiß. Stiefel. Haben wir Nütze. Warte mal. Gefunden. Ich hab irgendwie das Gefühl, das geht schneller. Ich hab ein Schild gefunden, Alter, für mich, das voll gut. Leute, nice, ich hab übel die nice Stiefel gefunden. Alter, hier sind wir nochmal fallen. Dennis. Muss ich den schärfen? Solltest du tun. Haha. Als Schurke hat man übrigens hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, sowas zu entschärfen. Okay. Eine aktive Fertigkeit. Passive Fertigkeit. Mein allerersten Heiltrank bei diesem Charakter muss ich gerade schlucken. Ich freue mich so übel, wenn wir wieder in Instanzen gehen können, Mann. Das regt mich immer wieder auf, das ging die Quest. Ja, aber ganz ehrlich, das ging ja relativ schnell. Ja, das ging echt extrem schnell. Kommen wir nachher noch. Und ganz davon abgesehen, wir haben ja letztes, Hauptcharakter technisch, haben wir nicht sofort von Anfang an probiert, da reinzukommen. Also, keine Ahnung. Weißt du, wir können ja bestimmt früher dann da rein. Ja, wir können sogar schon rein. Echt jetzt? Ja. Ja, dann machen wir das jetzt ja fertig noch und dann. Ja, und dann gehen wir in die erste Instanz. Oh ja. Ich habe ein neues Lagerfeuer. Ein neues Lagerfeuerpunkt. Lagerfeuerlied. Der soll ich ans Lagerfeuer? Das Lagerfeuerlied. Das Lied. Das Lied geht noch viel schneller, denn der Sammler sitzt im Peter. Warum sieht das ganz einfach mit? Bam. Man muss noch sagen, wir waren noch in keinem Dungeon, der sich irgendwie dem anderen irgendwie großartig geähnelt hat. Oh ja, das stimmt. Ja gut, aber das ist ja auch ein bisschen schlimm. Wir waren ja bis jetzt erst in 3 oder 4 Dungeons, oder? Ja, insgesamt mit unserem Hauptcharakter. Ach so. Waren wir schon mehr. Ja, gut, ja. Aber das kommt ja alles. Also ich weiß nicht, wie viel. Würde man das jetzt prozentual sehen, wie viel wir da mit unserem Hauptcharakter schon durchgespielt haben? Nicht viel. Wie wäre das dann? Wie viel Prozent? Wir sind mit unserem Hauptcharakter sind wir Level 14. Ja, wie viel kannst du werden? Maximal Level 50, glaube ich, oder? 60. 60? Ah, dann haben wir schon ein Viertel durchgespielt. Ja, du levelst aber auch langsamer gegen Ende. Ja, gut, das stimmt. Meine 1. Meine 1. So. Das ist der dicke Kerl, kurz weg. Oh, weg. Oh, wow, das hat wehgetan. Musst du nicht weg, ich hab geblockt. Warum kann ich ja nicht schlagen, währenddem ich blockt? Das konnte ich doch vorher alles machen. Hab ich das noch nicht erlernt. Guck, wie das aussieht, wenn die so steht, Alter. Guck, wenn die sich so dreht, Alter, wie so ein Ninja. Ja, das guckt dir das an. Guck. Wie so ein Ninja, Alter. Lass sie doch. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen was da runterspringen, Dennis. Alles klar, du bist da vorhin reingesprungen. Ja, ich bin da wirklich runtergesprungen. Ich hab gedacht, boah, Alter, ich wäre gerade auf was reingesprungen. Soll ich auch noch? Ah. Wir müssen da verlangen, gell? Echt? Da, wo du lang gehst, bist du lang gehst, gell? Mhm. Denkt man. Okay, also Jan hat mich angeschrieben in Skype und Chris und der andere Chris von Rockstar LP. Außerhalb der Reichweite und BAM! Machen die Jan irgendwie Rockstar LP? Ne, die machen nur Minecraft. Die machen only Minecraft, ja, Opfus. Leider. Ich verstehe nicht, wie die Motivation, die Langzeitmotivation nur Minecraft haben. Ne, das sagt doch. Also, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Also, könnte ich nicht. Ja, mit Minecraft greifst du halt einfach mehr Fame ab, das ist so. Ja, aber ich denke mal, das. Ja, keine Ahnung. Okay, Schlüssel des. Leck mich am Arsch, Thors. Leck mich am Arsch, Thors? Ja, leck mich am Arsch, Thors. Arsch, Thors. Am Arsch, Thors. Warte mal ganz kurz, ich habe gerade noch einen neuen Gürtel bekommen. Plus 9 Kraft. Brauchst du das? Nee, du brauchst keine Kraft. Ich habe einen mit 20 maximalen Trefferpunkten. Ja, das habe ich auch noch, Treffern. Aber. Keine Ahnung, ob es das so bringt. Ja, für mich bringt es dir mehr, weil ich gehe auf Krits und. Ja, und geschickt dich halt. Komm, ich nehme den mit der Kraft. Weil ich meine, Kraft ist immer ganz gut für jemand, der draufhauen will, oder? Aber haut dann einfach stärker drauf, der Kerl. Die Frau.
Oh, nice. Gut. Beide Bedarf. Moment, kannst du identifizieren? Nein, nee, das scheiße. Ich kenne die Situation, okay? Nein, Leute, ich hab doch geblockt. Alter. Oh, das war gerade nice sowas. Oh ja. Okay. Wie viel Geld hast du? Ich habe momentan 8 Silber, 20 Kupfer. Ich habe momentan 8 Silber und 95 Kupfer. Dann hat es wieder ausgeglichen. So, ich habe trotzdem mehr als du. Ey, ihr Opfers, ihr Abschaum, ihr elendiger Stirb. Nein. Minderwertig. Ich habe halt gar nichts machen müssen. Gehen wir kurz duschen. Alles klar. Oh. Bisschen Lesben-Action und so. Alter, das ist eh das Geilste jetzt so. Also weiter. Ich der einzige Grund, warum wir die Spiele ab. Oh, ist der hässlich, Alter. Der ist ja wirklich hässlich, der ist ja wirklich fucked. Warte, ich muss kurz noch einen Schluck trinken. Alter, ich bin mit übel gerade. Komm, ist unbedingt kurz weg. Ich trinke auch noch einen Heiltrank. Boah, absaufen, Alter. Okay. Oh, und weg, sagst du? Okay. Der hält einfach nichts aus. Oh ja. Alter. Den einzigen Schaden bekomme ich, by the way, durch die Fernkämpfer. Ach stimmt, das hast du gemeint, ne? Letztes Mal, als wir es durchgespielt haben, so ja, als erstes die Fernkämpfer wegmachen, ich so, nee. Eins. So, immer schön ownen. Alter, ich bin viel zu geizig jetzt einen Heiltrank zu nehmen. Ich nehme auch jetzt auch keinen Heiltrank. So, servus! Peter! Looten! Yay, Kiste! Stiefels. Stiefels. Die Stiefels sind schlechter als...